In diesem Video geht es darum, wie man lineare Systeme, die man im Zeitbereich durch lineare Differentialgleichungen beschreibt, im Frequenzbereich durch komplexe Gleichungen beschreiben kann und sich dadurch die Lösung der Differentialgleichung sparen kann. So, und das Ganze schauen wir uns an mit ein paar Beispielen aus der Elektrotechnik, mit den drei Grundbauelementen, also was passiert an einem Widerstand R, was passiert an einer Induktivität L und was passiert an einer Kapazität C. No, das sind so die Stromspannungsbeziehungen an diesen drei Bauelementen, und wenn man da Netzwerke berechnen will, dann braucht man noch Maschensätze und Knotensätze. Da schauen wir uns beispielsweise mal einen Maschensatz an. So, und um das Ganze jetzt zu machen, brauchen wir noch ein bisschen mathematischen Hintergrund. Wir schreiben hier drüben mal eine Formelsammlung. Wo wir dann nochmal nachschauen können, welche Gleichung wir jetzt brauchen. So, die erste Gleichung, die wir auf jeden Fall brauchen, ist, dass man eine harmonische Zeitfunktion, denn wir wollen uns das alles nur für harmonische Zeitfunktionen anschauen, dass man eine harmonische Zeitfunktion, also Wurzel 2 mal den Effektivwert, wir schreiben das hier mal für Spannung auf, Wurzel 2 mal den Effektivwert mal Cosinus von Omega t, Omega ist die Kreisfrequenz, t ist die Zeit, plus Phi plus die Nullphasenwinkel. Das Ganze kann man auch schreiben als Wurzel 2 mal der Realteil von einem komplexen Zeiger mal e hoch j Omega t. Ja, und in diesem komplexen Zeiger steckt eben der Effektivwert drin und e hoch j Phi. So, und über die Eulersche Identität, wenn man dann den Realteil von dieser komplexen E-Funktion hier auswertet, dann bleibt da eben die Cosinusfunktion über Cosinus von Omega t plus Phi, und der Effektivwert wandert dann halt davor, und Wurzel 2 mal der Effektivwert ergibt den Spitzenwert von dieser harmonischen Zeitfunktion. So, das ist sozusagen die Basisgleichung für unsere Signale. Dann brauchen wir noch ein paar Gleichungen, die wir nachher zur Umformung brauchen. Die sagen uns letztendlich immer was über die Reihenfolge aus. Also, wenn wir eine reelle Zahl a haben mal den Realteil von einem komplexen Zeiger, hier schreibe ich jetzt mal ein beliebiges Formelzeichen in ein a, das ist ein komplexer Zeiger, das ist eine reelle Zahl. Und wir nehmen jetzt erst den Realteil von dieser komplexen Zahl und rechnen dann mal die reelle Zahl a. Ist das genau das gleiche, wenn wir erst die reelle Zahl a mal den komplexen Zeiger a rechnen würden und dann davon den Realteil ausrechnen. Also erst multiplizieren und dann Realteil, oder erst Realteil und dann multiplizieren, ist egal, die Reihenfolge kann man vertauschen. Die zweite Formel in der Richtung, die wir brauchen, sagt uns was über die Ableitung aus. Also wenn wir den Realteil von einer komplexen Zahl nehmen und nach einer Größe, die nenne ich mal x, ableiten, also erst Realteil, dann ableiten, dann ist das genau das gleiche, wenn wir erst die komplexe Zahl nehmen würden und nach x ableiten und dann davon den Realteil nehmen. Also auch diese Reihenfolge können wir tauschen. Die nächste Gleichung sagt uns sowas Ähnliches über das Integral. Also wenn wir das Integral vom Realteil einer komplexen Zahl a nehmen und nach x integrieren, dann können wir auch erst die komplexe Zahl a nach x integrieren und davon dann den Realteil nehmen. Auch diese Reihenfolge können wir vertauschen. Und die letzte Regel zum Vertauschen sagt uns was über die Addition. Also wenn wir die Realteile von zwei Zahlen, von einer Zahl a und von einer komplexen Zahl b, miteinander addieren, dann wäre das genau das gleiche, wenn wir erst die Zahl a plus die Zahl b addieren und dann den Realteil davon nehmen. Kann man sich mal mit ein paar Zahlen ausprobieren oder da mal ein bisschen was reinschreiben, dann stellt man fest, dass diese vier Beziehungen zum Vertauschen der Reihenfolge gültig sind. So, und die letzte Regel, die wir brauchen,
sagt, wenn wir zwei komplexe Zahlen nehmen, eine komplexe Zahl a und die mal e hoch j Omega t rechnen und davon den Realteil bilden. Und das gleiche mit einer Zahl b. Die Zahl b mal e hoch j Omega t und davon den Realteil bilden. Dann sind die beiden Zahlen a und b gleich groß, wenn wir für das Omega t beliebige Werte einsetzen können. Kann man sich leicht überlegen, dass das so ist. Wenn das Omega t zum Beispiel gerade mal 0 ist, dann setzen wir ein e hoch j 0 und hier drüben auch e hoch j 0. E hoch 0 oder alles hoch 0 ist 1. Also steht hier eine 1 und hier drüben eine 1. A mal 1 und B mal 1 ist jeweils A oder B. Und dann steht hier da, der Realteil von A ist gleich der Realteil von B. So, wenn wir für das Omega t gerade mal zum Beispiel 90 Grad oder Pi halbe, also wenn das Omega t Pi halbe ergibt, das würde 90 Grad entsprechen, dann würde hier stehen E hoch J 90 Grad und E hoch J 90 Grad. Und das wäre gerade J. Also steht hier A mal J und B mal J. Und der Realteil von A mal J entspricht gerade dem Imaginärteil oder besser gesagt dem negativen Imaginärteil von A. Und hier würde dann der negative Imaginärteil von B stehen. Also für Omega mal T gleich 0 steht hier Realteil von A ist gleich Realteil von B. Und für Omega T gleich 90 Grad oder gleich Pi halbe steht hier sinngemäß Imaginärteil von A ist gleich Imaginärteil von B. Naja gut, und wenn der Realteil von A gleich dem Realteil von B ist und die Imaginärteile auch gleich sind, dann müssen halt die beiden Zahlen A und B, die beiden komplexen Zahlen, gleich sein. So, und diese Formelsammlung können wir jetzt benutzen, um zum Beispiel mal für diesen Widerstand, mit dem wir jetzt anfangen, zu schauen, wie sieht da die Stromspannungsbeziehung mit komplexen Zeigern aus. Und im Zeitbereich sieht die so aus, U von T ist gleich R mal I von T. Das ist das Ohmsche Gesetz. So, und in dieser Gleichung nehmen wir jetzt an, dass Strom und Spannung eben harmonisch sind, harmonische Zeitfunktionen, und setzen hier unsere erste Gleichung ein. Also für die Spannung setzen wir ein Wurzel 2 mal der Realteil von dem komplexen Zeiger U mal E hoch J Omega T ist gleich der Widerstand mal Wurzel 2 mal der Realteil von dem komplexen Stromzeiger I mal E. Mal E hoch J Omega T. So, die Wurzel 2, die können wir guten Gewissens wegkürzen. Die haben wir auf beiden Seiten. Und ja, jetzt können wir diese erste Gleichung, die streiche ich vielleicht mal blau an, also die erste Gleichung, die uns was zur Reihenfolge sagt, diese erste Gleichung benutzen und damit den Widerstand hier in diesen Realteil rein multiplizieren. Dann steht ja der Realteil von dem komplexen Zeiger U mal E hoch J Omega T ist gleich der Realteil von dem Widerstand R mal dem komplexen Stromzeiger I mal E hoch J Omega T. So, und jetzt können wir unsere letzte Gleichung benutzen. Die streiche ich vielleicht mal hier so gelb an. Na, jetzt können wir die letzte Gleichung benutzen an dieser Stelle und können sagen, na gut, wenn der Realteil von dem hier gleich dem Realteil von dem da ist, dann muss auch das hier genauso gleich groß sein wie das. Also muss gelten, U ist gleich R mal I.
Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht besonders spektakulär, was hier passiert ist, aber es sagt uns, die Gleichung, die im Zeitbereich gilt, U ist also die Zeitfunktion der Spannung, ergibt sich aus dem Widerstand mal der Zeitfunktion des Stromes. Genau das Gleiche gilt eben auch für komplexe Zeiger. Also der Zeiger der Spannung ergibt sich aus R mal dem Zeiger des Stromes. Das ist das, was man für den Widerstand erhält und was so für den Widerstand jetzt uns, also das ist eine Gleichung, die sollte man sich mal im Hinterkopf auf jeden Fall behalten. So, dann schaffe ich hier mal etwas Platz wieder und wir schauen uns das an als nächstes für die Induktivität. Und bei der Induktivität wird es jetzt halt schon ein bisschen spannender, weil bei der Induktivität ja schon mal eine Zeitableitung auftaucht. So, wenn man sich die Stromspannungsbeziehung an der Induktivität anschaut, dann lautet die U von T ist gleich L mal DI nach DT. Die Ableitung des Stromes nach der Zeit. So, auch hier können wir jetzt unsere Zeitfunktion einsetzen, beziehungsweise die Darstellung dieser Zeitfunktion in Form dieses komplexen Zeigers. Na, also das hinten ist ja immer noch die Zeitfunktion, die sieht halt nur ein bisschen anders aus. Setzen das ein, dann steht hier Wurzel 2 mal der Realteil von dem komplexen Zeiger U mal E hoch J Omega T. Und hier drüben steht L mal die Ableitung von Wurzel 2 mal dem Realteil mal dem komplexen Stromzeiger oder von dem komplexen Stromzeiger mal E hoch J Omega T Realteil zu und das Ganze abgeleitet nach der Zeit. Ja, was kann man hier machen? Also wir können uns vorstellen, dass die Wurzel 2, das ist ja eine Konstante, die können wir einfach aus der Ableitung rausziehen und dann können wir die Wurzel 2 auch hier erstmal kürzen. Das kann nicht schaden. So, dann können wir die Formel nutzen, die hier grün markiert ist, unsere zweite Formel aus der Formelsammlung, und können mal die Reihenfolge dieser Ableitung tauschen und können die Ableitung sozusagen in diesen Realteil reinziehen. Und können gleichzeitig, wir machen das erstmal Schritt für Schritt. Also die eine Seite hier schreibe ich einfach ab. Realteil von dem komplexen Zeiger U mal E hoch J Omega T. Auf der anderen Seite das L lassen wir auch stehen. Und hier benutzen wir jetzt eben unsere grüne Formel, um sozusagen die Reihenfolge der Ableitung und die Reihenfolge der Bildung des Realteils zu vertauschen. Dann steht hier da mal der Realteil von der Ableitung von dem komplexen Zeiger mal E hoch J Omega T nach der Zeit. So, und diese Ableitung kann man jetzt ausrechnen. Der komplexe Zeiger, das ist ja letztendlich das, was hier oben steht. Der hängt nicht von der Zeit ab. Der Zeiger, der ruhende Zeiger, hängt niemals von der Zeit ab. Das heißt, das ist eine Konstante, die können wir einfach vor die Ableitung ziehen. So, und dann müssen wir diese E-Funktion hier ableiten. Das Schöne an der E-Funktion ist, die E-Funktion abgeleitet ist die E-Funktion. Und dann haben wir noch die innere Ableitung. Die innere Ableitung ist alles das, was hier vor dem T steht. Das ist das J Omega. So, also rechnen wir mal diese Ableitung aus. Das hier vorne spare ich mir abzuschreiben. Ich schreibe nur das hinten ab. Dann steht hier L mal der Realteil von dem komplexen Zeiger, den wir vor die Ableitung gezogen haben. Die Ableitung der E-Funktion ist immer noch die E-Funktion. Und die innere Ableitung ist das J Omega. So, und jetzt können wir noch wieder den ersten Satz benutzen. Den Satz blau. Und können die Reihenfolge von der Realteilbildung und der Multiplikation mit dieser reellen Zahl vertauschen
Und dann steht hier drüben da der Realteil und ich tausche mal die Reihenfolge so ein bisschen. Die Multiplikation mit dem J Omega ziehe ich mal nach vorn. J Omega L mal der komplexe Zeiger I mal E hoch J Omega T. So, und dann können wir die letzte Beziehung, diese gelbe Beziehung hier nutzen und schauen, wenn der Realteil von U mal E hoch J Omega T genau das gleiche ist wie der Realteil von dem J Omega L mal I mal E hoch J Omega T, dann muss auch gelten, U ist gleich J Omega L mal I. So, und das ist jetzt schon ein sehr, sehr, sehr schönes und sehr tolles Ergebnis, weil es uns zeigt, wir können uns im Frequenzbereich, wenn wir mit diesen komplexen Zeigern rechnen, für harmonische Anregung, können wir uns diese Ableitung hier, die dann später mal zu einer Differentialgleichung werden würde, die können wir uns sparen. Wir brauchen diese Ableitung nicht ausrechnen. Stattdessen wird diese Ableitung hier zu einer Multiplikation mit J Omega. So, und das ist ein wichtiges Ergebnis, was wir auch festhalten sollten. Eine Ableitung nach der Zeit im Zeitbereich wird im Frequenzbereich zu einer Multiplikation mit J Omega. Okay, das war's für die Induktivität. Jetzt schauen wir uns das als nächstes für die Kapazität an. Ich schaffe mir wieder großzügig Platz. Und ja, bei der Kapazität passiert jetzt letztendlich, wenn man so will, genau das Gleiche, bloß andersrum, weil in der Stromspannungsbeziehung von der Kapazität, je nachdem in welcher Reihenfolge man die aufschreibt, aber wenn wir halt hinschreiben, U ist gleich, dann taucht da jetzt ein Integral auf. Denn allgemein im Zeitbereich gilt an der Kapazität U von T ist 1 durch C mal Integral I von T dt. So, in diese allgemeine Gleichung im Zeitbereich können wir jetzt unsere harmonische Zeitfunktion in der Darstellung mit diesem komplexen Zeiger einsetzen. Dann steht auf dieser Seite Wurzel 2 mal der Realteil von dem komplexen Spannungszeiger U mal E hoch J Omega T ist genau das gleiche wie 1 durch C Integral von Wurzel 2 mal dem Realteil von dem komplexen Stromzeiger I mal E hoch J Omega T. Jetzt geht mir langsam der Platz aus. Realteil zu und das Ganze nach T integriert. So, die Wurzel 2 ist eine Konstante, die können wir vor das Integral ziehen und damit können wir die auf beiden Seiten einfach kürzen oder rausstreichen. Und jetzt können wir diesen roten Satz hier unten nutzen, der uns was zur Reihenfolge von der Integration sagt. Und können diese Integration nach t hier in den Realteil reinziehen. Also auf der Seite bleibt das gleiche stehen. Das spare ich mir noch abzuschreiben. Schreibe nur die rechte Seite neu. Dann steht hier 1 durch c. Der Realteil von dem Integral von dem komplexen Zeiger I mal E hoch J Omega T nach T integriert und den Realteil zu. So, und dieses Integral, das können wir jetzt wieder ausrechnen. Also das, was wir jetzt benutzt haben hier, um diese Gleichung herzuleiten oder um diese Umformung zu machen, war rot. Ne? Mit der roten Formel haben wir jetzt hier die Reihenfolge vertauscht. So, jetzt können wir dieses Integral ausrechnen. Der Zeiger I hängt wieder nicht von der Zeit ab, so wie das auch hier oben steht. Der hängt nicht von der Zeit ab. Das heißt, wir können ihn vor das Integral ziehen. Dann steht da 1 durch C, der Realteil von I. So, dann die Stammfunktion von der E-Funktion ist auch wieder die E-Funktion. Und bei der Integration müssen wir jetzt durch die innere Ableitung teilen. Die innere Ableitung ist wieder der Exponent nach T abgeleitet. Das ist in dem Fall alles, was vor dem T steht. Das ist das J Omega. Wir müssen durch diese innere Ableitung teilen. Wir müssen durch J Omega rechnen. So, jetzt
kann man vielleicht eine kurze Probe machen, wenn wir jetzt das hier unten wieder ableiten würden, dann wäre die E-Funktion abgeleitet die E-Funktion und die innere Ableitung wäre J Omega. Das würde ich mit diesem J Omega hier wegkürzen und es würde genau die E-Funktion überbleiben. Also passt das. So, dann können wir wieder den ersten Satz zum Vertauschen nutzen, diesen blauen Satz, und können das 1 durch C hier in diesen Realteil reinziehen. Und ich schreibe auch mal wieder nur die rechte Seite ab. Dann steht da der Realteil von, ja, und die Reihenfolge tausche ich mal auch gleich so ein bisschen. Das J Omega nehme ich wieder nach vorne. Dann steht da 1 durch J Omega C mal der komplexe Zeiger I mal E hoch J Omega T. So, dann können wir an dieser Stelle wieder unseren letzten Satz nutzen, um diese Gleichheit hier auszudrücken. Und zu sagen, wenn der Realteil von U mal E hoch J Omega T genauso groß ist wie der Realteil von 1 durch J Omega C mal I mal E hoch J Omega T, dann müssen auch U und 1 durch J Omega C mal I gleich groß sein. Also gilt U ist gleich 1 durch J Omega C mal I. Und auch das ist eine Gleichung, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Und auch die ist sehr, sehr schön, denn sie zeigt uns, wir können uns diese Integration hier sparen. Für die Anregung mit harmonischen Zeitfunktionen brauchen wir diese Integration nicht ausrechnen. Beziehungsweise diese Integration würde ja dann später zu einer Integralgleichung führen oder zu Integrodifferenzialgleichung. Das müssen wir nicht machen. Die Integration wird im Frequenzbereich zu einer Division durch J Omega. Also was im Zeitbereich eine Integration ist, ist im Frequenzbereich eine Division durch J Omega. So, auch das ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und das Letzte, was wir uns jetzt anschauen, ist der Maschensatz. Auch hierfür brauchen wir jetzt wieder großflächig Platz. Das heißt, das hier muss mal alles weichen. Und als letzten Fall schauen wir uns jetzt den Maschensatz an. So, und für diesen Maschensatz, den schreiben wir jetzt ja, so hin, wie man den vielleicht aufschreiben würde, dass die Summe von aller Spannungen in einer Masche in einem geschlossenen Umlauf 0 ist. Also 0 ist gleich die Summe von Spannungen. Und die Summe von Spannung schreibe ich mal als U1 von T plus U2 von T plus UN, U klein n von T. Also eine beliebige Summe von Spannung. Wir könnten das jetzt auch mit einem Summenzeichen schreiben, aber so ist es vielleicht ein bisschen verständlicher, was hiermit gemeint ist. Wir haben einfach eine Summe von Spannung. Und diese ganzen Spannungen sollen jetzt auch wieder sinusförmig sein, beziehungsweise kosinusförmig, beziehungsweise harmonisch. Also setzen wir hierfür unsere harmonische Zeitfunktion, beziehungsweise die Darstellung mit dem Zeiger ein. So, und das wird jetzt hier auf der Seite ein bisschen länglich. Ich werde das sicherlich in zwei Zeilen schreiben. Also Wurzel 2 mal der Realteil von einem komplexen Zeiger U1 mal E hoch J Omega T. Und plus Wurzel 2 mal der Realteil eines komplexen Zeigers U2 mal E hoch J Omega T plus Punkt, 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 plus Wurzel 2 mal der Realteil von einem komplexen Zeiger UN mal E hoch J Omega T. So, und das, was wir jetzt eigentlich erstmal machen können, ist auch wieder die Wurzel 2, die taucht hier überall auf, durch die können wir teilen, beziehungsweise die können wir wegstreichen. Die interessiert uns jetzt ja auch eher nicht. Und ja, jetzt kann man den letzten Satz nutzen. Den markiere ich hier vielleicht mal mit diesem Hellblau. Also diese Geschichte nutzen wir jetzt, um die Reihenfolge der Addition und die Reihenfolge der Realteilbildung zu vertauschen. Machen wir hier so eine Markierung. Also das Plus und das Realteil, das vertauschen wir jetzt. Wir ziehen die Addition in den Realteil rein.
So, und dann steht dort da, das kriege ich vielleicht auf eine Zeile geschrieben, 0 ist gleich der Realteil von U1 mal E hoch J Omega T, U1 plus U2 komplexer Zeiger mal E hoch J Omega T plus Punkt, Punkt, Punkt bis UN mal E hoch J Omega T. So, und dann haben wir alles in einem Realteil drin zu stehen. Jetzt können wir in dieser Summe diesen Faktor E hoch J Omega T, den wir überall haben, den können wir noch ausklammern. Und dann würde da halt stehen Realteil von U1 plus U2 plus UN, alles komplexe Zeiger, multipliziert mit E hoch J Omega T. Ja, und jetzt können wir unsere gelbe Regel hier benutzen und sagen, diese beiden Sachen müssen gleich sein. Also können wir auch einfach schreiben, 0 ist gleich U1 plus U2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus UN als komplexe Zeiger. Also das, was eine Summe von Zeitfunktionen ist, das ist auch einfach eine Summe von Zeigern und dementsprechend könnten wir diese Herleitung vollkommen äquivalent auch für einen Knotensatz benutzen. Also wenn wir einen Knotensatz nehmen und das Ganze hier mit Strömen aufschreiben, dann passiert genau das Gleiche. Die Summe von Strömen wird zu einer Summe von Stromzeigern. So, wenn wir jetzt die wichtigsten Ergebnisse nochmal zusammenfassen. Dann können wir festhalten, aus einer Multiplikation von einer Zeitfunktion mit einer Zahl wird, also im Zeitbereich wird als Zeiger einfach auch eine Multiplikation des Zeigers mit dieser reellen Zahl, mit diesem Widerstand R zum Beispiel in dem Fall. So, wenn wir im Zeitbereich eine Ableitung haben der Zeitfunktion, dann wird für harmonische Zeitfunktionen das im Frequenzbereich zu einer Multiplikation mit J Omega. Aus der zeitlichen Ableitung wird eine Multiplikation mit J Omega. Genauso an einer Kapazität wird aus der Integration, aus der zeitlichen Integration wird eine Division durch J Omega. Ja, und das sind die drei Stromspannungsbeziehungen an den Grundbauelementen und hier taucht alles auf, was auftauchen kann. Also einfach eine Multiplikation, eine Ableitung und Multiplikation, eine Integration und Multiplikation. Ja, und dann eine Summe. Ich schreibe hier vielleicht mal noch offensiver hin, dass das hier Zeitfunktionen sind. Eine Summe von Spannungen wird auch einfach zu einer Summe von Zeigern. Ja, das ist so das, was passiert. Eine Sache, die man jetzt, wo das alles so sehr einfach und sehr simpel aussieht, im Hinterkopf behalten sollte, wenn man mal zwei Zeitfunktionen miteinander multipliziert, zum Beispiel, also nicht U1, sondern nur U von T mal I von T, zum Beispiel, um die Leistung auszurechnen, naja, dann ist das nicht einfach eine Multiplikation dieser Zeiger. Wenn man das so machen würde, würde da schon mal großer Quatsch rauskommen. Wenn man jetzt hier nicht mit dem Zeiger des Stromes multipliziert, sondern mit dem Cornelius-Komplexen, dann kommt da halt schon was Sinnvolleres raus. Aber naja, das entspricht trotzdem noch immer nicht so ganz dem, was man jetzt hier auf der Stelle halt auf der Seite im Zeitbereich so meinen würde. Also diese Sache hier unten, die müssen wir auf jeden Fall ein bisschen ausklammern, die ist sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen.
Aber das hier oben funktioniert eigentlich ganz wunderbar. Ja. Und damit sparen wir uns eben im Zeitbereich Differentialgleichung zu lösen, weil wir diese Ableitung und die zeitlichen Integrale durch Multiplikation mit J Omega oder durch Division durch J Omega ersetzen können und dadurch dann im Frequenzbereich keine Differentialgleichung, sondern nur noch algebraische Gleichungen lösen müssen. Und der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, ist, dass das eben nur für harmonische Zeitfunktionen funktioniert. Und der zweite Preis, den man dafür bezahlen muss, ist, dass man jetzt komplex rechnen muss. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Also da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, komplex zu rechnen oder sich vielleicht einen Taschenrechner besorgen, der das kann für einen. Da macht das die Sache deutlich einfacher oder man nimmt halt einen Computer zur Hilfe. Man muss sich ein bisschen die Rechenregeln fürs komplexe Rechnen drauf schaffen. Und ja, der andere Preis mit den harmonischen Zeitfunktionen, auch den kann man recht gut umgehen, denn man kann auch andere Zeitfunktionen, also periodische Zeitfunktionen, durch eine Summe von Zeigern darstellen über eine Fourier-Reihe oder aperiodische Funktionen durch eine Fourier-Transformation oder diskrete, zeitdiskrete Signale durch eine diskrete Fourier-Transformation. Und dann diese Rechnung, die wir jetzt hier dann machen, eben nicht nur für eine Frequenz machen, sondern für mehrere Frequenzen oder für viele Frequenzen oder für unendlich viele Frequenzen. Wenn man das aber für eine Frequenz ganz einfach machen kann, naja, dann ist das für einen Computer kein Problem, das für ganz viele Frequenzen halt auch auf einmal ganz schnell hintereinander zu machen, so dass man auch diese Hürde relativ leicht umgehen kann und das Ganze am Ende immer noch ja, meistens einfacher ist, als eben diese Differentialgleichung hier im Zeitbereich zu lösen.